Hossa, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Teil 2 meiner Waldgrundlagenserie, noch ganz, ganz frisch. Und ich dachte, ich erzähle mal ein paar Takte, was macht eigentlich einen Baum aus? Weil tatsächlich sind Bäume überraschenderweise erstmal die wesentliche Komponente, die ein Waldökosystem prägt. Ohne Bäume wäre es ja kein Waldökosystem, das ist schon ziemlich wichtig. Wenn man Kinder diese Frage stellt, was macht ein Wald aus, dann wird man auch relativ häufig Bäume zu hören kriegen. Häufig nennen sie auch diverse Tiere, Eichhörnchen, Reh, Wildschwein, das sind so die häufig genanntesten. Und da haben sie auch vollkommen recht. Aber Top-Antwort, selbst bei kleinen Kindern, ist tatsächlich Bäume und genau das ist auch schon richtig. Das ist einfach die Pflanzengruppe, die prägend ist für eben diese ganzen Waldökosysteme, die tatsächlich auch der Gipfel der Artenvielfalt auf unserem Planeten darstellen. Allein, dass das so ist, kann vielleicht ein bisschen als Indikator dafür genommen werden, wie wichtig Waldökosysteme eigentlich sind. Und letztendlich sind sie das natürlichste Ökosystem auf halbwegs vernünftigen Wachstumsbedingungsböden, Standorten, was wir nun mal haben. Ja. Und wann immer wir in Deutschland nicht jetzt konkret auf unser Deutschland bezogen, nicht irgendeinen großen Umstand haben, der Waldwachstum verhindert, würde natürlicherweise an dieser Stelle zumindest irgendwann mal ein Wald gestanden sein und in vielen Fällen wahrscheinlich auch jetzt gerade einer stehen, sofern wir eben nicht was dagegen unternommen hätten. Natürliche Gründe, weshalb es mal eventuell keinen Wald geben könnte, können sein sehr trocken, sehr nass, sehr heiß, sehr kalt und sehr windig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sehr nährstoffarme Böden, Nährelemente, Calcium, Kalium, Magnesium, solche Sachen, ne? Also chemisch Element, oder giftbelastete Böden, die zu viel von irgendeinem chemischen Element aufweisen, oder unglaublich junge Böden, die noch nicht gereift genug sind, dass da ein größeres Pflanzenwachstum möglich ist. So, und das sind meines Wissens die 8 Gründe, weshalb kein Waldwachstum möglich sein könnte. Unter allen anderen Bedingungen geht Wald. Wald kommt auch dann wieder, wenn wir Beton über den Boden gekippt haben. Der wird irgendwann auch aufgebrochen, beziehungsweise von außerhalb einer zu betonierten Fläche wird Laub auf den Beton fallen. Wenn wir weg wären und keiner mehr das Laub wegfegt, wegkerchert, weg was auch immer, bleibt es liegen und verrottet auch auf Beton irgendwann. Das wird eine Weile dauern, aber das passiert. Und dann bleibt ein bisschen Dreck übrig. Und dann kommt die nächste Schicht obendrauf, verrottet, es bleibt Dreck übrig. Nächste Schicht, noch ein bisschen Dreck. So, und dieser ganze Dreck, den kann man jetzt als solchen bezeichnen. Aber da wir weg sind, um ihn als Dreck zu bezeichnen, ist er dann nur noch Folgendes, nämlich organische Substanz. Und diese stellt dann im Prinzip die Grundlage dar, in der Pflanzen Wurzeln ausbilden können und von der Pflanzen wiederum leben können. Und ist davon erstmal genug vorhanden und keiner der eingangs genannten anderen 7 Gründe trifft nicht zu, weshalb es da keinen Wald geben sollte, dann ist immer eine Waldentwicklung bei uns standardmäßig das, was die Natur tun würde, wenn wir sie nicht daran hindern. Das heißt, im Klartext außerhalb der Alpen, der höchsten Ecken unserer Mittelgebirge, der exponiertesten Ecken unserer Mittelgebirge und nehmen wir mal an, wir hätten nicht sämtliche großen Flüsse begradigt und in enge Bahnen gezwängt, dann auch in den nassesten Bereichen unserer Täler und Auengebiete, davon abgesehen würde überall ein Wald wachsen. Was das für ein Wald ist, da kann man sich kloppen. Wie dicht der jeweils wäre, kann man sich auch kloppen. Welche Baumarten da natürlich vorkommen würden. Das machen wir auch alles noch. Aber zunächst mal sind es Bäume. Und Bäume sind nun dadurch gekennzeichnet, dass sie eben eine Holzpflanze sind und zwar die klassische, richtige
Baumholzpflanze. Deswegen möchte ich auch mal kurz die Abgrenzung machen. Was unterscheidet ein Baum von einer Palme oder von einem Bambus, der auch sehr, sehr groß werden kann und erstmal so aussieht, als würde er ebenfalls einen Wald bilden, was ein Stück weit auch tut. Auch Bambusgebiete sind im Grunde ein Stück weit Waldökosysteme, unterscheiden sich aber dann doch nochmal massiv von denen, die durch Bäume geprägt sind, die nun mal eine erheblich höhere Lebenserwartung als so ein Bambus haben. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, die außerordentlich lange Lebenserwartung der ökosystemgestaltenden Komponente, nämlich der Bäume im Wald. Ja. So ein Baum hat erstmal als Wuchsform die sogenannte Akrotonie. Das bedeutet, er kommt als kleiner Keimling aus dem Boden, er schießt nach oben, bildet einen dünnen Stängel, schießt weiter nach oben, bildet immer noch einen dünnen Stängel. Der dünne Stängel wird ein bisschen dicker, er schießt weiter nach oben, der Stängel wird immer dicker, er schießt weiter nach oben, der Stängel wird immer dicker. Er kommt mehr oder weniger oben an. Jeder Baum weiß, wohin er möchte. Die maximale Wuchshöhe ist entweder ab einem vernünftigen Wert von 25 bis 30 Metern im Freistand erreicht, beziehungsweise im Wald hört der Baum dann auf, nennenswert in die Höhe zu schießen, dann nur noch sehr, sehr langsam und sehr sporadisch, wenn er größer ist als die anderen oder mindestens genauso groß wie die anderen, die neben ihm so rumstehen, weil damit ist er mindestens mitherrschend, nennt man das, und gehört eben zur Gruppe der sogenannten herrschenden Pflanzen, die am weitesten oben sind. Und das ist auch der Grund, weshalb der Baum schnell nach oben wächst, denn wer am nächsten am Licht ist, kriegt davon am meisten ab. Alle, die unter demjenigen sind, der am nächsten am Licht ist, kriegen weniger Licht ab. Weniger bis gar keins, je nachdem, wie dicht die Belaubung des jeweiligen sich oben befindenden Baumes ist. Für eine Pflanze ist also sozusagen das Nonplusultra des Pflanzenreiches tatsächlich immer die Pflanze, die am allermeisten Photosynthese machen kann, und zu allem Überfluss hat sie dazu häufig noch eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung. Der Baum ist also botanisch gesehen irgendwo die Krone der momentanen evolutionären Entwicklung. Jetzt gibt es Bäume auch schon durchaus ziemlich lange, als die Dinos so unterwegs waren, und auch schon vorher gab es auch bereits baumartige Pflanzen, die zwar noch nicht aus dem klassischen Holz, wie wir das heute kennen, bestanden, aber da waren welche da. Das waren Schachtelhalme, Bärlappe, dann gab es, ja, nehmen wir einfach die zwei, es gab auch Baumfarne, die muss man unbedingt noch erwähnt haben. Das sind alles Pflanzen, die heute noch vorkommen, aber aufgrund diverser Klimaveränderungen in den letzten Millionen von Jahren, vielen Millionen von Jahren, eben jetzt nicht mehr zu so einer großen Höhe heranwachsen können, wie das damals unter ganz anderen Lebensbedingungen noch möglich war. Übrigens, diese frühen ersten Bäume waren viel primitiver als das, was wir heute kennen. Die Evolution hat er dazugelernt, und die modernen Holzpflanzen, die bei uns im Wald rumstehen, insbesondere der Laubbaum, haben einen Haufen ausgeklügelte Mechanismen entwickelt, die die damaligen prähistorischen sozusagen Bäume noch gar nicht hatten. Ja, und jetzt vergleichen wir mal den modernen Laubbaum spaßeshalber mit einer Palme. Eine Palme, die keimt, erreicht, bildet einen Knubbel. Ja, und dieser Knubbel, das sieht man häufig, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es Palmen gibt. Das sind so kleine Knubbelchen im Boden, die werden relativ groß. Ja, und dieser Knubbel bleibt erstmal so dick, wie er ist. Nach und nach wird da mehr Wasser eingelagert, dass der noch ein bisschen mehr aufquillt. Aber das ist nur wegen Wassereinlagerung. Der kann erstmal nicht mehr in die Breite wachsen. Was der aber kann, ist oben eine zusätzliche Etage draufsetzen. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und technisch gesehen werden die, weil die immer jünger werden, mitunter auch ein kleines bisschen schmaler. Und das führt dazu, dass wir dann letztendlich eine Palme bekommen aus diversen dieser Segmente, man kennt das ja, da muss ich auch nicht mal ein Bild einblenden, besteht, aber niemals dicker werden kann als ihr ursprünglicher Keimungsknubbel, der dann irgendwann, wie gesagt, noch mit Wasser aufgepumpt wird, und auch der untere Stamm wird nach und nach ein bisschen noch mit Wasser aufgepumpt und nimmt dann schon noch etwas an Dicke zu, aber nur sehr, sehr begrenzt. Egal wie alt so eine Palme wird, die werden selten nennenswert älter als 100 Jahre. Selten. Ich sage nicht, das geht nicht. Da hat sie dann einfach das Problem, dass sie immer höher wird, aber nicht beliebig dicker werden kann. Damit ist eben das Maximalalter der Palme dadurch beschränkt, dass sie sich irgendwann durch Statik selbst umbringt. Und sie muss
höher werden, weil nebendran stehen andere Palmen und möglicherweise. Und die anderen Palmen möchten auch zum Licht, versuchen also auch höher zu werden. Weil wenn man noch ein Stückchen höher geht, dann ist man wieder eine Etage weiter oben und kriegt wieder mehr Licht ab. Dann ist für die nebendran stehende Palme die Chance, der Drang, auch noch eine Etage höher zu gehen, um das gleiche Licht abzubekommen wie der Nachbar. Sehr, sehr hoch. So, jetzt ist die auch wieder hier oben angekommen. Dann musst du noch eine Etage höher und du musst wieder nachziehen und vielleicht sogar oben drüber, damit endlich du mal vorne bist. Und dieser Wettkampf um die Ressourcen, der führt dazu, dass sich die dann irgendwann quasi totwachsen. Das ist auch die Todesursache für normalen, unsere Bäume sozusagen. Früher oder später sterben die am eigenen Volumen, am eigenen Körperumfang, der nicht mehr von der immer kleiner werdenden Krone durch immer größere Schadereignisse und einfach über die Jahrhunderte eine hohe Chance, dass da mal der Blitz einschlägt und so weiter und so fort, verletzt worden ist. Und die ist dann einfach schon ein bisschen knochig, ein bisschen alt geworden, ein bisschen nicht mehr ganz fit, muss trotzdem eine riesige Biomasse, weil sie unendlich hoch und groß geworden ist, versorgen und daran scheitert es dann meistens. Ja, grundsätzlich sind Bäume quasi unsterblich, wenn sie dann nicht irgendwann von externen Faktoren aufgrund ihrer eigenen Gigantismus quasi zum Opfer fallen und einfach nicht noch größer werden können. Denn ständig müssen sie weiter wachsen, um eben in diesem Wettkampf ums Licht immer oben mitzuspielen. Sobald das nicht mehr der Fall ist, bekommen sie nicht mehr genug Licht, gehen wieder kaputt und gehen dann kaputt und sind tot. Ja? Ein normaler Baum hat etwas, was ihn von zum Beispiel besagter Palme oder auch den Schachtelhalmbäumen der Frühzeit unterscheidet, nämlich das sogenannte Kambium. Das befindet sich, ich zeige es euch mal kurz, hier wird es zwar gleich wieder duschterer, aber ja, immer ich und das Licht, ist die Schicht direkt hier unter der Rinde, die einmal komplett um den Baum verläuft. Also wenn ich da jetzt einmal drumherum, da befindet sich unter der Rinde eine Zelle, dicke Schicht, das sogenannte Kambium. Und dieses Kambium ist nun in der Lage, nach außen neue Rinde zu produzieren. Fällt hier also Rinde ab oder die Rinde wird verletzt, dann kann die von innen regeneriert werden, indem das Kambium nach außen neue Rindenzellen rausschiebt, um das entstandene Loch, wenn da irgendwie jemand an der Rinde rumspielt, wieder zu verschließen. Allerdings ist das ein langsamer Prozess. Heißt, wenn man die Rinde abzieht, dann ist es meistens zu langsam, die Neubindung von Rinde und das Loch bleibt zu lange offen, Keime dringen ein, da war man trotzdem ein Problem. Aber das mit der Rinde, das ist wichtig und schön und gut, das ist aber nicht die wichtigste Funktion vom Kambium. Die wichtigste ist, nach innen neue Holzzellen abzugeben. Das heißt, wir haben in der Mitte eine Zellschicht, nach außen drückt sie Rinde raus, nach innen drückt sie Holz raus und drückt sich selber damit immer weiter nach außen. Das heißt, im konkreten Fall von unserem Baum, so wird der immer dicker. Innen bleibt das Holz, was jetzt da ist, bleibt erhalten. Ja? Nur wird außen an dieses Holz eine neue Schicht hinzugefügt und noch eine neue, noch eine neue, noch eine neue. Weshalb, wenn man Jahrringe zählt, im Inneren immer die ältesten Jahrringe zu finden sind. Immer in der Mitte vom Stamm das älteste Holz, dass das schon ziemlich lange gewesen ist. So, und dieses Dickerwerden, in beliebigen Umfang letztendlich dicker werden. Jeder hat schon mal einen dicken Baum gesehen. Das haben eben die modernen Bäume, auch der Nadelbaum, der Laubbaum erst recht, den Palmen und anderen großen baumartigen, sage ich jetzt mal, Pflanzen, wie auch dem Bambus, auch der kann nicht dicker werden, voraus. Sekundäres Dickenwachstum. Nachdem sie nach oben geschossen sind, in die Höhe, ans Licht, können sie hinterher noch dicker werden. Und dadurch fallen sie deutlich weniger schnell um, werden deutlich weniger schnell von ihrer eigenen Größe sozusagen gekillt. Und das macht sie außerordentlich langlebig. Und das ist jetzt der zweite große, große Vorteil, den ein Baum im Vergleich zu anderen, vielen anderen Pflanzen hat, nämlich Jahrhunderte an Lebensspanne. Und das ist in vielerlei Hinsicht toll, weil dadurch profitiert er von Jahrhunderten an Erfahrung, wie er denn nun an der Stelle, wo er nun mal steht und wo er nicht wegkommt, am besten klarkommt.
Das führt dazu, dass alte Bäume manchmal nochmal richtig aufblühen und nochmal erheblich gesünder sind. Zum Beispiel meine 620-jährige Eiche, die ich regelmäßig besuche, ist einer der vitalsten Bäume weit und breit, obwohl die wirklich mehr als Großmutter ist. Aber sie hat halt eben auch die Erfahrung, wie sie auf dem Stück auf Boden, auf dem sie seit 620 Jahren rumsteht, ungefähr, genaues Alter weiß man nicht, am besten klarkommt. Ja, wer da nebendran erst 300 Jahre rumsteht, hapü, ne, der kann sich gerade mal so an Napoleon erinnern. Ja, die alte Eiche, die weiß noch genau, was im Mittelalter los war. Und das ist tatsächlich ein großer, großer Vorteil, der in Zukunft auch immer mehr geschätzt wird und immer mehr in der Forschung eine Rolle spielt und zur Kenntnis genommen wird, dass dieses Erfahrungswissen wahrscheinlich wirklich eine Rolle spielt. Informationen können auf der DNA selbst gespeichert werden, beziehungsweise als kleiner Anhang zur DNA. Und bei Pflanzen, und das ist eine Besonderheit, die wir Tiere in vielen Fällen so nicht teilen, insbesondere wir Menschen können überhaupt keine Informationen über die DNA weitergeben, das klappt bei uns nicht. Bevor jetzt Verwirrung aufkommt, natürlich können Informationen in irgendeiner Form schon per DNA weitergegeben werden, die ganz normale Vererbung, einfach Gene weitergegeben, die Funktionsweise von Lebewesen weitergegeben werden, der Bauplan des Lebens weitergegeben werden. Was ich aber konkret meine, ist Erinnerungen. Ja, Informationen im Sinne von, dass du weißt, was vor 4 Jahren für ein Wetter gewesen ist. Sowas in diese Richtung. Ja, und wie du am besten auf dem Standort, auf dem du gerade stehst, eben klarkommst. Dein Erfahrungswissen der letzten paar Jahrhunderte. Sowas kann zusätzlich an die DNA als Bonus-Info sozusagen dran geheftet werden und dann gleichzeitig eben mit der regulären Vererbung, also der Weitergabe der eigenen DNA, der Hälfte davon, ne, bei sexueller Fortpflanzung, das kann man dann noch als ergänzende Information dran stehen. Ja, und das ist ganz, ganz spannend und ganz faszinierend und dass wir da einfach keine Verwechslung haben. So, zurück zum Text. Das hat auch Vorteile, das reduziert auch Erbkrankheiten und so weiter und so fort in gewisser Weise. Aber Pflanzen können das schon. Die können Infos vererben. Wenn das ginge, würde ich jede Pflanze hier kennen, weil ich bin ja Botaniker in dritter Generation, quasi Botaniker. Die beiden Vorangegangenen kannten hier wirklich garantiert alles. Da gab es nichts, was an Grünzeug rumsteht, was die nicht gekannt hätten. Dieses Wissen hätte ich auch gern, muss ich mir aber, wenn ich es überhaupt jemals erlangen werde, mühsam erarbeiten. Ja, und das ist eben bei Pflanzen ein Stück weit anders. Und das macht dann wiederum über die Generationen der Bäume diese außerordentlich effizient und immer besser angepasst an ihren Standort. Ja? Gerade wenn wir davon ausgehen, dass ja bei einer natürlichen Waldentwicklung der Samen immer unter den Mutterbaum fällt, also nicht viel andere Wachstumsbedingungen, oder zumindest in die Nähe des Mutterbaums fallen wird und daher nicht viel andere Wachstumsbedingungen hat als der Mutterbaum. Und die Anpassung an das Stück Boden, auf dem jetzt nun dieser Wald letztendlich wächst, wird dadurch immer größer. Ein weiterer Erfolgsfaktor für Bäume ist, dass die wissen, dass sie einen Wald als solchen brauchen. Das heißt, ihr Nachwuchs hat häufig gelernt, im Rahmen der Evolution, eben unter miserablen Bedingungen, bei sehr, sehr viel Schatten am Waldboden, trotzdem aufwachsen zu können. Das können die meisten krautigen Pflanzen nicht. Die benötigen mehr Licht und schaffen das Aufwachsen unter dicht geschlossenen Baumkronen einfach nicht. Was dann wiederum dazu führt, der Wald erhält sich selbst dadurch, dass er den Waldboden dunkel hält und nur die Nachkommen unserer Bäume überhaupt in der Lage sind, dann nennenswert hochzuwachsen. Beispiel, wo das nicht funktioniert hat. Hier. Ja, da haben wir ein wunderbares Brombeerdickicht. Warum ist das da? Naja, weil es da zu viel Licht gibt. Kann man sich streiten, inwiefern das zu viel ist. Die Brombeere wird sich darüber freuen oder darunter jedenfalls davon sehr profitieren. Das Problem ist jetzt, wenn die Brombeere so gut wächst, weil viel Licht da ist, werden junge Bäumchen, Baumkeimlinge Schwierigkeiten haben, dass sie jetzt neuerdings auf einmal Konkurrenz mit der Brombeere haben und schneller als die Brombeere hochwachsen müssen, um überhaupt aus der Brombeere rauszukommen. Und das im Schatten der Brombeere, wenn sie tatsächlich in so einem Dickicht keimen. Das macht die Anforderungen ans Keimen eines Baums deutlich höher und
Daher haben Altbäume häufig kein Interesse daran, dass der Wald aufgebrochen wird und ein Brombeerdickicht entsteht, weil dann kriegen sie ihre eigenen Nachkommen weniger gut hoch. An der Stelle möchte ich noch kurz anmerken, Sinn des Lebens, zumindest bei Pflanzen, scheint er ziemlich eindeutig darin zu bestehen, am Leben zu bleiben, Samen zu produzieren, sich selbst zu reproduzieren. Und essentiell, damit auch die eigenen Nachkommen langfristig eine Chance haben, alt zu werden, sollte die eigene Art ebenfalls gefördert werden. Und das ist nur möglich, wenn Wald Wald bleibt, zumindest bei den meisten Waldbäumen. Es gibt ein paar Spezialisten, bei denen das nicht gilt, weshalb Bäume eben auch artübergreifend zusammenarbeiten können, um zu sicherzustellen, dass der Wald als Wald erhalten bleibt. Jetzt kann man das als Altruismus verstehen oder einfach eben als ein Bündnis zur Sicherstellung der eigenen Existenz, weil bei einem Fehlen des Waldes kommt die Brombeere und davon hat nun kein Waldbaum was, weshalb sie eben alle davon profitieren, wenn die Brombeere nicht kommt und der Wald als solcher geschlossen bleibt. Ja. Übrigens, Jahrhunderte alt zu werden, kann auch nochmal außerordentlich praktisch sein, wenn es darum geht, Samen zu produzieren. Wenn man das nämlich über 700, 800 Jahre, alle paar Jährchen im großen Umfang macht, kommt da über die Zeit eine ganz schön große Menge Samen zusammen. Und dann kann man sich als große Pflanze eben entsprechend auch leisten, große Samen zu produzieren. Man denke an eine Eiche, man denke an eine Edelkastanie oder von mir aus auch die Rosskastanie, die schmeißen ja auch sehr, sehr große Nüsse runter, Steinfrüchte eigentlich genau genommen, aber ist egal. Jedenfalls, das sind riesige Samen, die eine enorme Menge an Energie benötigen und schmecken im Übrigen auch uns deswegen gut, also insbesondere Maroni, weil da eben eine riesige Menge an Energie drinsteckt oder eine Haselnuss, eine Walnuss, sucht euch was aus. Ja, das ist allein dadurch möglich, dass das so große Pflanzen sind. Und die eigene Fortpflanzung profitiert außerordentlich davon, eine so dicke Nuss vom Baum zu schmeißen, im Idealfall, weil der Keimling, der daraus keimt, eben sämtliche Energie, die in dieser Nuss drinsteckt, zur Verfügung hat, um es fürs eigene Wachstum zu nutzen. Und so eine Pflanze ist genügsam. Die Power einer Walnuss, ja, all diese Öle und Fette, die da drin sind, wenn das in pflanzliche Biomasse umgesetzt wird, kommt da, ohne irgendwelche Photosynthese zu machen, ruckzuck schon so ein kleines Bäumchen bei raus. Allein aus der Energie der Nuss plus eine genauso große Wurzel unterirdisch. Ja, das reicht also für außerordentliche Leistungen weitestgehend schon aus. Ein kleines bisschen übertrieben, aber so groß auf jeden Fall. Ja. Und auch das sind wieder so spezielle Anpassungen. Oder wenn man jetzt sagt, okay, wir machen keine dicken Samen, aber wir nutzen unseren höheren Vorteil, machen kleine flugfähige Samen und sind 40 Meter hoch. Und jetzt fliegen diese Samen von 40 Meter Basishöhe los und können damit einfach ganz andere Strecken zurücklegen, als dass so eine kleine krautige Pflanze hier in der Lage wäre hinzubekommen, wenn sie ihre Samen dem Wind übergibt und die jetzt hier weggeweht werden, dann werden die wahrscheinlich in das nächste Gebüsch geweht und dann sind sie 3 Meter weit gekommen. Das sind immerhin mal 3 Meter. Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass eine Pflanze sich gar nicht fortbewegen kann eigentlich. Ja? Aber verglichen mit den Kilometern, die potenziell bei kleinen flugfähigen Samen von oben aus dem Baum raus möglich sind, ist das doch relativ wenig. Daher alle Anpassungsmechanismen, die wir bei Pflanzen so finden können, die gibt es auch in irgendeiner Form im Reich der Bäume. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie im Reich der Bäume immer der Superlativ der pflanzlichen Entwicklung sind. Ja. Und das macht meiner Meinung nach Bäume innerhalb des Pflanzenreichs nochmal ein Stück weit spannender als viele, viele krautige Pflanzen. Ich will die nicht schlecht machen, die sind auch wichtig und die gehören dazu, keine Frage. Ja. Aber der Baum hat schon einiges im Lauf der Entwicklung hervorgebracht, was ihn schon ein Stück weit, ja, nicht nur der Größe nach, sondern auch aufgrund der Anpassungsfähigkeit und der besonderen Fähigkeiten so ein bisschen zum König oder zur Königin, sind meistens zweigeschlechtlich, der Pflanzen nun mal macht. Ja? So, und das
jetzt gar nicht mit einem großen Titel, sondern einfach nur so als allgemeiner Überblick, so eine Art kleines gesprochenes Essay zum Thema Bäume und warum die toll sind und warum die für den Wald so wichtig sind, als zweiten Teil meiner Reihe hier. Und ansonsten werden wir uns dann jetzt demnächst ein bisschen mit naturwissenschaftlichen Grundlagen für das Wachstum von ja letztendlich Pflanzen und auch dem gesamten Waldökosystem, das ja natürlich auch aus Tieren und Pilzen besteht, beschäftigen. So, geh heim. Macht's gut. Tschüss.